Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe auf Instagram schon angekündigt, dass ich während dieser Isolationszeit, wo man auch nicht raus kann, viel Zeit zu Hause hat, viel im Internet surft, ich ein bisschen beim Online-Shopping ausgerastet bin. Shame on me. Aber es gibt auch gerade wirklich richtig coole Teile online. Und deswegen habe ich geshoppt, vornehmlich bei H&M, bei Mango, bei Zara und bei Naked. Und meine Ausbeute werde ich euch heute mit einem Try-on-Haul zeigen. Ich finde sowas immer ganz cool, auch die Sachen angezogen zu sehen und nicht an einem Model, weil oftmals sehen die Teile dann live doch ganz anders aus oder ja, man hat da so ein, zwei Überraschungen dabei, wo man dachte, die werden vielleicht ganz anders sitzen und aussehen. Ich verlinke euch die Teile auf jeden Fall alle in der Infobox und hoffe, dass sie noch nicht ausverkauft sind. Ein paar Teile waren auf jeden Fall schon ein bisschen rar, aber mal schauen. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Es gibt übrigens online gerade richtig geile Teile, also voll mein Geschmack. Ich hätte noch viel mehr ausrasten können. Also da klickt euch definitiv mal rein, da gibt es so, so schöne Sachen und wirklich zum Teil auch wirklich also zu erschwinglichen Preisen. Das finde ich echt super. Ich würde sagen, wir starten mit Mango und da habe ich mir zum einen dieses coole T-Shirt hier gekauft. Das mache ich euch mal auf natürlich. Und zwar sieht das so aus. Erstens liebe ich gerade diese Farbe, dieses knallige Orange, finde ich im Sommer mega cool. Ich habe auch keine Oberteile in dieser Farbe. Und dann ist es aus so einer Disney-Kollektion, beziehungsweise ja, ist von Disney, weil hier Mickey drauf ist. So niedlich. Und es sitzt wirklich richtig gut. Das ist halt ein bisschen kürzer geschnitten, dafür aber nicht zu eng. Das mag ich immer nicht so gern bei T-Shirts. Und genau, ich kann euch gerne meine Größe dazu sagen. Ich habe hier eine europäische M. Ich sage euch immer die europäischen Größen, ne? Und so sieht das aus. Finde ich super, super cool, super niedlich. Wie gesagt, wenn es das noch gibt, verlinke ich euch das auf jeden Fall. Und diese Farbe spricht mich gerade jetzt im Sommer, Frühling wirklich extrem an. Mit einer Jeans dazu, so wie ihr es halt auch in dem, ja, seht quasi. Ich trage es halt auch mit so einer Ripped Jeans. Ich finde, das sieht immer ganz cool aus. Und dann habe ich mir noch ein ähnliches T-Shirt in einer ähnlichen Farbe bestellt. Wie gesagt, ich habe solche Farben gar nicht und fand es jetzt halt echt cool und es war auch nicht so teuer. So sieht das aus. Und drauf steht dann Be the Best. Fand ich auch ganz niedlich auf jeden Fall. Mega geile Farbe, sitzt gut, guter Schnitt. Finde ich echt richtig gut. Übrigens brauche ich bei ein paar Teilen noch eure Hilfe, ob ich die behalten soll oder nicht. Da sage ich euch immer dazu, ob ich da noch ein bisschen unsicher bin. Unter anderem nehme ich hier bei diesem Teil. Ich finde es eigentlich ganz niedlich, gerade weil es auch hier so eine Stoffveränderung beinhaltet. Also ihr habt halt einfach am Oberkörper von einer Brust, Bauch, Rücken ist halt einfach ein ganz anderer Stoff. So Baumwollstoff als an den Armen. An den Ärmeln ist es eher so ja, dieser typische Blusenstoff. Und dies hat so ein bisschen Puffärmel. Ich finde es ganz süß. Auch der Kragen ist ganz niedlich. Der ist relativ hoch geschlossen. Hier hinten dann mit zwei Knöpfen. Könnt ihr mir ja mal sagen. Das sind auch so Puffärmel. Breiter auf jeden Fall geschnitten. Und dann gehen sie, sind so Dreiviertelärmel ein bisschen enger zusammen. Also ich finde es irgendwie ganz cool. Ich glaube aber, man muss hier auch einen Top drunter ziehen, wenn ich mich nicht irre. Also ja, könnt ihr mir mal schreiben, was ihr dazu sagt. Ich muss mir auch nochmal das Modelbild anschauen dazu, wie die das so kombinieren. Genau, weil ich jetzt halt auch immer so überlege, okay, was ist eher so für die Freizeit geeignet und was kann ich auch auf Arbeit anziehen ins Büro. Dann auch ein richtig cooles Teil, wo ich so hin und weg von der Farbe war, aber auch von den Details. Und zwar geht es um dieses Shirt. Ich liebe diese Farbe und ich finde, die steht mir halt auch sehr, sehr gut. Und ich habe so eine Farbe halt auch noch nicht, war diesmal ein bisschen mutiger. Das hat hier so am Hals ein paar Rüschen-Details, macht man auch immer im Knopf zu. Ist auch ein bisschen höher geschnitten, finde ich super süß. Dann gibt es hier noch ein paar Rüschen und am Arm. Muss man natürlich schauen, das trägt ein bisschen auf. Ich habe ja eh ein sehr breites Kreuz, von daher sind Rüschen für mich hier oben eigentlich immer nicht so gut geeignet. Es kommt halt drauf an, wie es geschnitten ist, aber ganz ehrlich, bei dem Shirt, das fände ich jetzt so süß, ist mir auch egal, ob es jetzt irgendwie aufträgt. Übrigens, ja, ich habe bei dem Try-On-Haul ein schwarzes Top drunter, ignoriert das einfach. Ich hatte keinen Bock, immer so das passende Top dafür rauszusuchen.
Und bei den meisten Sachen muss man halt einfach was drunter tragen, wie jetzt auch bei dem hier, weil es sonst zu krass durchschimmert. Hier würde ich jetzt vielleicht ein weißes oder eben, wenn ich eins habe in der Farbe, ein passendes drunter ziehen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Auch hier trage ich eine M. Dann hat es mir ja total spitze angetan, muss ich echt sagen. So Strick und Spitze finde ich irgendwie mega cool und das ist ja auch super in. Wobei man natürlich aufpassen muss, dass man nicht Omas Gardine trägt. Also da muss man ein bisschen schauen. Ich glaube, mein Freund ist da auch nicht so der Fan von. Aber ich finde es gerade jetzt im Sommer mega cool und da habe ich mir dieses Oberteil hier bestellt. Ist echt Omas Tischdecke, ne? Also so ein bisschen und auch so dieses Beige, aber irgendwie, ich habe erst so das ausgepackt und dachte so, oh mein Gott, nee, das kannst du bestimmt nicht tragen. Aber dann habe ich es angezogen und dachte so, irgendwie fühle ich es. Also ja, ich finde es super süß aus. Der Schnitt ist süß. Der ist unten am Bund ein bisschen enger genäht. Hat hier so Puffärmel und ja, mir gefällt es einfach richtig gut. Ich habe hier eine M und deswegen wird es auch definitiv bei mir einziehen. Gerade eben, wie gesagt, weil ich solche Teile noch gar nicht habe und ich habe diesmal wirklich Sachen bestellt, die ich einfach so noch nicht habe. Weiter geht's mit Omas Gardine. Da dachte ich auch erst so, nee, das ist merkwürdig, das sieht komisch aus. Aber irgendwie auch dann angezogen fand ich es für den Sommer sehr niedlich, weil das doch so ein bisschen diesen Boho-Look hat. Und ich mag einfach Teile, die man, wisst ihr, wenn es warm ist, aber ihr nicht zu nackig sein wollt, dann zum Beispiel ein Bordeaux-Top oder von mir ist auch wirklich nur so ein Bandeau-BH oder Crop-Top und das drüber geschmissen, finde ich halt ziemlich cool. Und es hat halt wirklich auch nur so lockere Ärmel. Das mag ich echt gern. Also so könnt ihr luftig unterwegs sein, aber nicht zu freizügig. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall behalten, weil ich das wirklich ganz, ganz niedlich finde. Auch hier eine M ist auch ein bisschen kürzer geschnitten. Es geht weiter mit Spitze. Und wow, dieses Oberteil ist so schön. Das ist so schön. Das sieht so aus. Auch das zieht ihr natürlich entweder wirklich über einen geschlossenen BH an. Sorry für die Überbelichtung. Ich weiß, dass viele solche Teile auch nur mit einem schönen BH drunter anziehen. Das ist gar nicht mein Ding, das sage ich euch ganz ehrlich. Das ist voll nicht mein Stil und ich mag das nicht. Ich finde es bei anderen super schön, aber ich persönlich, mir ist das too much. Also ich möchte nicht, dass man meinen BH sieht, so den ich anhabe. Deswegen würde für mich sowas mit, nur mit einem Top oder mit eben, wie gesagt, so einem Bandeau-BH-Oberteil in Frage kommen. Bei dem müsst ihr aufpassen. Also das ist hier eine, das ist eine M und das ist echt krass eng an Schulter und Arm. Also ich könnte hier fast eine L vertragen, muss ich leider sagen, weil ich habe recht kräftige Arme, ne? Auch durch meinen Sport und weil ich auch an den Armen relativ schnell zunehme. Beziehungsweise muss ich auch allgemein sagen, habe ich gerade durch diese Isolation echt, also meine Kilos muss ich im Zaum halten. Ja, das ist ganz klar. Deswegen wundert euch dahingehend nicht, das muss auch wieder mal ein bisschen reguliert werden. Und ja, deswegen sitzt das an den Armen recht straff, habt das im Blick. Wenn ihr also auch stärkere Oberarme habt, dann solltet ihr vielleicht eine Nummer größer wählen. Das war's mit meiner Mango-Bestellung, da waren nur Oberteile dabei. Jetzt geht's weiter mit Naked, da habe ich nur ein Teil diesmal bestellt. Und zwar eine übelst geile Anzughose in einer hammergeilen Farbe. Oh mein Gott, Leute. Die war erst die ganze Zeit ausverkauft und dann kam sie wieder rein, da habe ich sofort zugeschlagen. Die sitzt relativ straff. Wie gesagt, ich reguliere halt aktuell mein Gewicht wieder und deswegen da purzeln wieder 1-2 Kilos definitiv. Das macht dann immer schon einen krassen Unterschied bei mir. Und jetzt aktuell sitzt sie sehr straff. Und nun gut, ich habe eine 38, die hat ein sehr weites Bein, einen sehr weiten Schnitt und ich liebe sie. Ich liebe sie, die sieht so hammergeil aus. Die hat einen hammergeilen Schnitt. Also ja, solche Sachen bei Naked, wisst ihr, finde ich einfach nur Hammer. Ich habe aktuell keinen Code für euch, aber wenn ich einen habe, dann schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, weil dort poste ich den dann immer. Und ja, diese Hose liebe ich auf jeden Fall sehr. Die war auch relativ teuer. Ich habe 50 Euro oder so bezahlt, aber die ist es echt wert. Ich mag auch den Stoff super gern. Dann geht es weiter mit Zara. Bei Zara habe ich auch nur zwei Teile bestellt und zwar wollte ich seit Ewigkeiten
dieses Oberteil hier haben. Und es war jetzt sogar gesenkt. Das finde ich so schön. Das ist auch relativ hoch geschlossen mit diesem super süßen Kragen. Das ist so ein bisschen kürzer geschnitten, fast cropped. Und hat hier unten halt auch so ein Bündchen, was enger geht. Genauso wie an den Armen. Die Ärmel sind etwas breiter geschnitten. Und dann geht es hier vorne am Handgelenk eng zusammen. Ich finde es so niedlich. Das ist so ein schönes Oberteil. Gerade wenn man irgendwie High-Waist-Jeans trägt oder ein High-Waist-Rock oder so, ist es mega, mega schön. Was habe ich denn hier eigentlich für eine Größe? Eine M eigentlich wieder, ne? Ja, genau. Also hier habe ich eine M. Und dann ein Oberteil, wo ich mir auch unsicher bin. Das ist dieses. Irgendwie finde ich es... Ich finde es hier oben ganz niedlich, aber unten ist es so irgendwie sackmäßig. Der Stoff ist wie so aus Leinen mit Spitze. Schreibt mir unbedingt mal, was ihr zu dem Teil sagt. Oder wie ihr auch das kombinieren würdet. Ich weiß es noch nicht so richtig, ob ich das behalten werde. Aber es hat auch so richtig süße Details. Also eigentlich ist es schon mega cute. Hier muss man auch natürlich aufgrund dem Muster hier vorne, muss man da natürlich auch einen Top oder wie gesagt so ein Bandeau Top drunter ziehen. Deswegen muss man da ein bisschen schauen. Mein schwarzes Top passt da jetzt natürlich nicht so gut dazu. Und weiter geht es mit der Größenbestellung und zwar mit H&M. Also das ist alles ja wie gesagt top aktuell. Die meisten Teile solltet ihr noch finden und bei H&M waren einige krasse Tops dabei, aber auch richtig hardcore Flops, was ich so gar nicht erwartet hätte. Auf viele Teile habe ich mich mega krass gefreut, die dann wirklich einen Schuss in den Ofen waren. Ich würde sagen, wir fangen mal unspektakulär an und zwar mit einem T-Shirt und zwar diesem hier. Boah, das fand ich so cool. Gerade auch mit den Pailletten hier drauf und so, ne. Da habe ich hier eine, also es ist auch so ein Washed Grey, also es ist halt so ein bisschen im Used-Look und die Ärmel sind hier so ein bisschen gekrempelt, genauso wie unten der Rand ist halt so ein bisschen gerollt. Also schon sehr cool und sehr lässiger Schnitt, mag ich halt im Sommer super gern. Hier habe ich eine S und es passt perfekt. Absolut in sind ja jetzt auch solche Cord-Blusen oder so Oversized-Hemden in diesem Beige, die so ein bisschen robuster Holzfällerhemd-mäßig sind. Ja, wollte ich halt gern aufspringen auf dem Zug. Habe ich mir diese Jacke oder Bluse bestellt und das geht gar nicht. Also ich habe hier eine M. Ich bräuchte wahrscheinlich eine XS oder so, damit das halbwegs vernünftig aussieht. Also so oversized mag ich übrigens gern, aber das hat ja auch seine Grenze. Ne, wenn ich da aussehe, und ich habe ja jetzt auch keine übelst zierliche Figur, wie so ein nasser Sack da drin, das geht nicht, also vor allem für den Preis. Die finde ich so cool, also ich muss mal schauen, vielleicht überlege ich es nochmal, mir diese Jacke in einer S oder XS zu bestellen, aber in einer M oder irgendwas geht gar nicht. Also wenn ihr diese Jacken cool findet, dann bestellt euch definitiv eine Nummer kleiner. Ja, ich war sehr traurig über die Jacke, muss ich echt sagen, weil auf die hatte ich mich sehr gefreut. Umso überraschter war ich dann über diese Hose. Das ist eines meiner absoluten Highlights aus der Bestellung. Die sieht so geil aus. Und zwar ist es diese hier. Das ist auch wie so eine sehr weit geschnittene Anzughose. Das Muster ist einfach nur, das schreit nach Sommer. Stellt euch bitte diese Hose mal vor mit einem geilen weißen Top oder Shirt reingesteckt oder auch schwarz, eine schwarze Bluse reingesteckt. Das ist halt auch ins Büro einfach mega geil. Ich bin hin und weg von dieser Hose und liebe sie. Sie macht ein wunderschönes langes Bein, natürlich durch die Längsstreifen, ganz klar. Und ja, da bin ich echt super happy über die Hose. Weiter geht's auch mit einem Flop leider. Und zwar habe ich mir diesen langen, also der geht über die Knie, Paperback-Rock bestellt. Sogar schon eine Nummer größer und trotzdem sitzt der mega straff. Also auch hier, wenn ihr den Rock schön findet, eventuell eine Nummer größer bestellen. Der sitzt echt weit oben, also genau an der Taille und trotzdem ist er bei mir sehr eng. Also ich habe schon eine Nummer größer bestellt. Das finde ich schon krass manchmal, wie die so die Größen ausfallen. Also ich finde nach wie vor echt schön, aber Leute, ich muss sagen, es wird sich einfach nicht ändern bei mir. Ich bin kein Rocktyp. Das ist, ich hasse meine Knie, vor allem, gut, meine Knie sind jetzt hier bedeckt, aber wenn man einen Rock anzieht, der dann über die Knie geht, finde ich, sieht man ganz schnell auch so kurz aus, wisst ihr? Das ist,
Röcke und ich, wir wären wohl keine Freunde. Ich mag Kleider auch übrigens gerne, aber ich habe auch noch nicht so den perfekten Kleiderschnitt bei mir gefunden, der mir auch irgendwie steht und in dem ich mich mag. Also ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich denke, der Rock geht auf jeden Fall zurück, weil ich mich auch nicht so wohl fühle. Ich finde den nach wie vor cool irgendwie, gerade mit so ein paar süßen Pantoletten dazu. Ein schlichtes schwarzes Top oder auch weiß würde bestimmt sehr süß aussehen. Auch wieder relativ unspektakulär dieses T-Shirt hier, ich fand das Muster aber cool und gerade auch mit dem Pailletten hier als Mund und der Hals oder die Kette, sehr, sehr süß. Das ist die Größe, das ist eine S und passt mir sehr gut. Also ist schon ein bisschen enger geschnitten, aber nicht zu eng und das werde ich auch auf jeden Fall behalten, weil ich finde, solche Shirts kann man immer gut gebrauchen und es war jetzt auch nicht sonderlich teuer. Dann auch eine geile Hose, oh mein Gott, ich liebe solche luftigen Sommerhosen. Die ein bisschen breiter geschnitten sind und die ein bisschen höher sind, die so an der Taille sitzen oder halt auf jeden Fall über der Hüfte. Weil ich bin zum Beispiel im Sommer, auch im Sommer, auch wenn es richtig krass heiß ist, Typ lange Hosen. Ich mag Shorts nicht, weil wie gesagt, ich hasse meine Knie. Und ins Büro kann ich auch keine Shorts anziehen, also keine Hotpants oder so. Deswegen trage ich da eigentlich immer Rock, wenn es sein muss, oder halt so lange, luftige Hosen. Und da finde ich die zum Beispiel mega cool. Ob ich die jetzt ins Büro anziehen würde, weiß ich nicht. Wobei das auch geil aussehen kann mit einer schwarzen, coolen Bluse. Auf jeden Fall ist die super, super luftig und weit geschnitten, hat ein weites Bein und sieht einfach nur cool aus. Also die auch mit geilen Pantoletten und so und wie gesagt, einen schwarzen geilen Top, eine schwarze coole Bluse, sieht definitiv ausgehfähig aus. Also wer mir da sagt, das ist eine Schlafanzughose, da würde ich definitiv widersprechen, weil das finde ich überhaupt nicht. Es kommt halt immer drauf an, wie man die Sachen letztendlich kombiniert. Klar, bei einigen ist meiner Meinung nach Hopfen und Malz verloren, aber bei der hier auf jeden Fall nicht. Dann geht es weiter mit einer Jeans, die ich auch ziemlich cool finde. Und zwar ist das so eine Boyfriend-Jeans. Hier steht da Low-Waist, aber ich finde die jetzt nicht so krass Low-Waist. Also ich finde, die sitzt schon relativ hoch. Und die sitzt wiederum für eine 38 auch echt straff. Wie gesagt, liegt auch ein bisschen gerade an mir. Nur, dass ihr es wisst. Die hat auch hier so Knöpfe, da bin ich eigentlich immer nicht so der Fan von, aber ich muss sagen, die sitzt echt gut und die ist halt auch ziemlich ripped und hier unten dann so umgekrempelt, also ist auch nicht so, hat kein extrem enges Bein unten. Finde ich ganz cool, gerade so zu ein paar Sneaker oder Espadrille sieht das wirklich mega schön aus und deswegen werde ich die auf jeden Fall behalten, weil ich finde, so eine schöne Boyfriend Jeans kann man immer gebrauchen. Weiter jetzt mit einem eigentlich relativ unspektakulären Oberteil, was mich aber echt überrascht hat, positiv. Was es auch nicht mehr irgendwie ansatzweise mehr in meiner Größe gab, warum auch immer, habe ich dann einfach, ich muss mal in meine Bestellung gucken, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir echt eine XL bestellt habe. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil also eine XL wäre einfach too much für Leute, die eine SM tragen. Jedenfalls sieht es so aus, hat halt hier Puffärmel, ein bisschen kürzer geschnitten und ist relativ breit, aber ihr werdet sehen in dem Video, also man sieht, dass es mir natürlich zu groß ist, aber ich werde es trotzdem behalten und mir vielleicht irgendwann nochmal auch in anderen Farben eine Nummer kleiner bestellen, weil ich finde es echt schön und irgendwie ist es ja auch mal cool, Oberteile zu haben, die wirklich locker sitzen, dass man mal ein bisschen mehr, wisst ihr, ein bisschen mehr Freiraum hat, ein bisschen besser atmen kann und so, dass immer alles so eng ist, dann fühlt man sich halt auch schnell unwohl. Deswegen werde ich das auf jeden Fall behalten, obwohl es ein XL ist. Dann auch ein Teil, wo ich beim Bestellen nicht so richtig weiß, was ich mir dabei gedacht habe, beziehungsweise ob das am Model so krass anders aussah. Und zwar ist das so eine Satin-weite Hose, also eine sehr weite Satin-Hose. Und die ist auch, also die sieht wirklich ein bisschen aus wie Schlafanzug. Die hätte wahrscheinlich echt cool aussehen können. Die ist mega weit und hat dann am Bein hier so einen Schlitz. Nee, Leute, also die geht leider gar nicht. Und da die auch jetzt, also wenn die jetzt irgendwie nur, weiß nicht, 15 Euro oder so gekostet hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, mal gucken, wie man die so kombinieren kann. Und ansonsten für zu Hause im Sommer ist bestimmt mal ganz cool.
Aber ich glaube, die war irgendwie 40 Euro. Und dafür, nee, ich glaube, also ich weiß ja nicht, was ihr sagt, aber die wird wohl zurückgehen. Dann auch eine mega coole Hose, wo ich, die ich von der Machart mega cool finde, wo ich aber auch noch nicht so zu 100% sicher bin, ob ich die behalten werde. Und zwar geht es um diese hier. Ich finde, die sieht auch mega cool aus. Es ist halt so eine Paperback-Hose. Ich liebe Paperback-Hosen. Ihr seht vielleicht in dem Video, ich zuppel mir hier mega viel am Reißverschluss rum, weil der hält irgendwie nicht so richtig. Also der geht hier oben immer so ein Stück auf. Das mag ich eigentlich gar nicht. Die macht auch ein cooles Bein, sieht cool aus, hat auch mal einen anderen Stoff und ja, die mag ich eigentlich echt schon gern, also mal sehen, ich weiß ja nicht, was sagt ihr, behalten, nicht behalten, finde ich schon irgendwie ganz nice, ist irgendwie mal was anderes, aber da muss ich auch sagen, die hat ein bisschen einen dickeren Stoff, also im Sommer, wenn es so ultra heiß ist, würde ich die vermutlich nicht anziehen, weil das merkt man schon am Bein, dass die ein bisschen so einen dickeren Stoff hat. Achso, und ich habe bei den Hosen übrigens auch immer eine 38. Auch ein Oberteil, was es nicht mehr in meiner eigentlichen Größe gab. Da weiß ich aber, dass ich eine Nummer größer bestellt habe, weil ich mir auch dachte, okay, das ist vielleicht so ein Stoff, was ich auch nicht mögen würde, wenn der so eng sitzt. Es geht um dieses Oberteil und oh mein Gott, Leute, ich habe mich so verliebt. Das sitzt so schön, dieser Stoff fühlt sich so gut an. Da werde ich mir definitiv noch ein paar mehr bestellen, gerade weil das auch nicht teuer war. Ich glaube 12,99. Es hat hier oben auch so süße Puffärmel und ist eigentlich Kurzarm, aber geht halt ein bisschen länger. Also geht knapp bis zum Ellenbogen und das finde ich so, so schön und diese Farbe ist mega. Gerade weil ich mir eben vorgenommen habe, auch mal ein paar beigefarbene Oberteile zu kaufen und nicht immer nur schwarz oder weiß. Auch eine mega coole Hose, ich liebe einfach solche Paperback-Hosen, ist die hier. Oh, dieses Muster ist so schön. Ich habe erst überlegt, die zurückzuschicken. Jetzt überlege ich es gerade echt nochmal, weil dieses Muster so mega schön ist. Die ist auch unten so ein bisschen enger geschnitten, nicht ganz so weit. Also ne, viele von den Hosen, die ich euch jetzt gezeigt habe, waren halt so ein gerades, weites Bein. Und das ist mal unten ein bisschen enger geschnitten. Das finde ich auch nicht schlecht. Und die werde ich, denke ich, auch behalten, weil die ist auch fürs Büro einfach mega cool. Und ihr müsst auch nicht denken, dass Loose-Fit-Hosen oder irgendwas nicht fürs Büro geeignet sind oder nicht schick genug sind, weil die eben so ein bisschen diesen leichten Stoff haben und eben ein bisschen den Ruf haben, eine Schlafanzughose zu sein. Das ist, finde ich, totaler Quatsch, weil, wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie ihr es tragt und wie ihr es kombiniert. Na, wenn ihr dann natürlich oben auch irgendwie so ein, ich sag immer, das ist keine Regel, aber für mich habe ich das so ein bisschen verinnerlicht, entweder oben eng, unten locker oder unten eng, oben locker. Wisst ihr, wie ich meine? Also so, damit fahre ich persönlich am besten. Wenn ich beides locker, locker anziehe, dann habe ich halt schnell diesen Schlumpi-Look. Und das will ich dann natürlich nicht. Das heißt, wenn ich eine Loose-Fit-Hose trage, dann ziehe ich halt oben ein enges Oberteil an, ne? Und so sieht das dann schon ganz anders aus. Und so präsentiert ihr auch den Look auf jeden Fall ganz anders. Meine Meinung. Aber wie bei Make-up, bei Mode gibt es keine Regeln. Und das macht es ja auch so schön. Oh, ein weiteres Flop-Produkt, wo ich echt ein bisschen drüber traurig bin. Wobei ich sagen muss, dass diese Bluse oder diese Jacke schon besser sitzt als die andere, die ich euch für uns gezeigt habe. Die sieht so aus. Ich brauchte euch gar nicht groß zeigen. Oh mein Gott, die sieht hier schon riesig aus. Also ja, was soll ich sagen, das ging halt leider gar nicht. Ich muss nochmal schauen. Ich glaube, die ist halt auch sehr beliebt, ob ich mir die nochmal in einer anderen Größe bestelle. Aber jetzt, vielleicht hat unser H&M auch wieder offen, vielleicht fahre ich mal in die Stadt und gucke, ob die die da haben. Wenn wir so online alles bestellen, finde ich halt irgendwie auch blöd, nur um mal zu gucken, ob die Größe einem zusagt. Aber ja, die geht halt leider auch zurück, weil, wie gesagt, ein bisschen Oversize ist okay, aber wenn das zu krass ist, dann halt irgendwie auch blöd. Dann wollte ich mir eigentlich viel mehr Schuhe bestellen, weil H&M hat halt mega schöne Schuhe gehabt und ich muss sagen, ich finde die H&M-Schuhe im Sommer so, so schön. Ich liebe die. Aber alle, die ich wollte, waren ausverkauft. Aber ich sag euch, oh, mein Klamottenberg hier kippt um. Ich sag euch, bei einigen bleibe ich dran, weil wenn die wieder reinkommen, dann bestelle ich die definitiv. Die waren echt cool. Ich liebe halt so alles, was in Richtung Espadrille geht. Oder Loafers mag ich auch mega gern.
Ich habe mir ein paar Espantoux bestellt und zwar die hier, fand ich irgendwie ganz cool mit dieser Lederoptik und eben vorne mit dem nochmal anderen abgesetzten Leder, also ist so glattes Leder und das ist wie so Wildlederoptik, also ein bisschen rauer. Ich finde die mega cool. Ich muss auch sagen, für eine 39, die ich mir bestellt habe, fallen die echt groß aus, was ich irgendwie cool finde, weil es gibt nichts Schlimmeres als zu enge Espadrilles. Und meistens fallen die auch kleiner aus, also das ist halt auch krass. Ich werde mir jetzt aber nicht behalten, weil die mich doch nicht so umhauen. Ich hätte die gerne, also cooler fände ich es, wenn das weiß wäre und das hier halt schwarz. Ich glaube aber, das gab es nicht. Und deswegen werde ich die zurückschicken. Genau, einfach weil sie jetzt mich nicht so umhauen und weil ich halt auch viele, viele Espadrilles habe und dann halt sage, nee, dann kaufe ich mir nur neue, wenn die wirklich mich zu 1000% überzeugen. Und dann noch ein paar Schuhe, ein paar Sandaletten, die ich, zwar meine zweite Wahl sozusagen, weil meine erste Wahl von denen, die wären höher gewesen, die waren leider dann ausverkauft. Ich habe mir diese Sandalentüchen gekauft. Die haben halt nur so einen ganz kleinen Mini-Absatz und ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich mag entweder so, das ist halt so eine halbe Sache, wisst ihr, wie ich meine? Ich mag es halt entweder ganz oder gar nicht. Also der müsste für mich halt schon irgendwie doppelt so hoch sein, dass ich das irgendwie eigentlich mag. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Ich finde sie irgendwie süß. Ich habe auch sowas noch gar nicht. Aber bin mir halt unsicher. Ich muss die vielleicht nochmal probieren und gucken, was mein Freund sagt. So, ihr Lieben, das war mein Spring Fashion Haul Try-On. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich liebe ja solche Videos und ich hole mir super gern darüber auch immer Inspiration. Lasst mir super gern in den Kommentaren da, was ihr zu den Teilen sagt, welches ihr behalten würdet, welches ich zurückschicken soll. Gerade bei den Teilen, wo ich nach eurer Meinung gefragt habe und wo ich mir noch unsicher bin, da lasst mir das super gern in den Kommentaren, wie gesagt, da. Ansonsten hoffe ich, dass ihr es euch gut gehen lasst natürlich und weiterhin durchhaltet in dieser schwierigen Zeit. Bleibt positiv, ihr Lieben. Und ich freue mich, von euch zu lesen. Bis bald. Ciao.